Jo, Freunde, und jetzt kommt zu einem kleinen Update-Video oder Info-Video oder wie auch immer. Ich habe auf jeden Fall, wie ihr im Hintergrund seht, den Berg jetzt eigentlich so gut wie fertig und ich muss sagen, es ist wirklich ziemlich geil geworden. Es war ein bisschen Arbeit, aber es hat sich definitiv gelohnt. Und ja, ich würde sagen, wir sind auch ein bisschen verstaubt gerade. Aber ich zeige euch das Ganze mal. Und zwar haben wir jetzt, also ich habe auch natürlich noch viel mehr gerade gebaut, aber wir haben jetzt hier den Berg fertig. Und ihr seht schon, das sieht einfach nur richtig geil aus, wie ich finde, wenn man das mal von hier sieht. Hier der zweite Baum ist auch relativ neu, weil man das von hier sieht. Aber hier so den Berg und dann hier diesen Hang, der da so hoch geht, der Berg verschwindet so in diesem Sand und so, das finde ich so geil. Das ist mir richtig gut gelungen, finde ich. Eigenlob stinkt, aber scheiß drauf. Da stinkt es noch mehr. Und das war so ein schlechter Witz. Okay, nicht drüber lachen, Leute. Ja, wie gesagt, der Baum ist noch neu oder relativ neu. Habe ich hier, meine Mutter ist gerade schon wieder am Staubsaugen, aber egal. Der Baum da oben ist ein bisschen dichter geworden als der relativ neue. Jetzt hier sieht man ja, ist nicht der dichteste, aber immerhin. Ich finde, es sieht trotzdem ganz gut aus. Hier hinten ist so ein Blatt. Das gehört nicht so, das gehört ein bisschen anders. Das gehört so. So, jetzt haben wir es wieder. Alles klar. Ja, aber ihr seht, es gibt ziemlich viel Progress, sag ich jetzt mal. Weil ich habe ziemlich viel dran weitergebaut und ich finde auch, es sieht ziemlich gut aus. Ihr könnt ja mal eure Meinung da unten in die Kommentare schreiben. Ja, das hier muss ich auch noch abbauen. Fertig. Und dann habe ich hier noch so ein kleines, ja, so wie Solid Bricks eben gerade seine Klonbetten baut, habe ich jetzt hier eben so ein, auch nochmal so ein Klon. Ja. Ist ein bisschen schwer mit einer Hand und der Kamera in der anderen Hand, aber es geht. So, habe ich auch nochmal so ein Klon-Betten-Dingens gebaut. Finde ich ziemlich nice geworden. Und das kann man jetzt eben auch ganz da reinschieben. Und es sieht ziemlich gut aus, wie ich finde. Hier hinten habe ich, einmal kurz umsehen, damit man das leichter rauskriegt. Hier vorne kriegt man es ja nicht so leicht raus, nur an dieser Schüssel. Habe ich hier hinten so ein Ding drauf gemacht. Da drückt man dann einfach und dann kommt es eben vorne raus. Da kann man es eben rausziehen. Ist ziemlich nice, wie ich finde. Innen drin sieht es relativ simpel aus, ich kann es mal kurz zeigen. Also wir haben da nicht viel mehr als diesen Stick da, der das eben dann rausschiebt und eben hier an den Seiten diese Rillen, damit dann eben diese Teile hier da reinkommen. Ja, ich finde es ist ganz nice. Wie gesagt, eure Meinung könnt ihr natürlich in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, das wäre es gewesen für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und dann ja, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!